Efficiency Challenge von A auf den Lofoten nach B in Italien. In Norwegen sind wir gestartet, dann weiter nach Schweden und nun von Dänemark geht es weiter nach Rostock und Berlin in Deutschland. Am dritten Tag der zweiten Welle der Audi Efficiency Challenge A to B. Super Wetter und freie Fahrt für die 20 Audi-Modelle auf dem Weg nach Berlin, wo die Fahrer der zweiten Welle am Abend die Teilnehmer der dritten Welle treffen werden. Außerdem vor Ort Audi-Vorstand für technische Entwicklung Michael Dick. Audi versteht unter Effizienz, das Maximale aus jedem Tropfen Benzin rauszuholen. Das heißt, es erstreckt sich über das gesamte Fahrzeug, Motorauslegung, Getriebeauslegung, Gewichtsoptimierung, Reibungswiderstände und natürlich der effiziente Umgang mit elektrischer Energie. Von den guten Ergebnissen der Audi Efficiency Challenge ist Michael Dick keineswegs überrascht. Audi baut effiziente Fahrzeuge, das sieht man auch daran sehr schön. Was man aber daran auch sieht, ist, dass der Kunde immer noch in der Lage ist, noch einen draufzulegen. Weil mit den 3,0 oder mit den 3,2 Litern wurde ja der Normverbrauch des Fahrzeugs nochmal erheblich unterboten. Aber man sieht auch, dass der Einfluss des Fahrers immer noch groß ist, aber die Basis ist immer ein effizientes Fahrzeug. Ohne das geht es nicht. And the winners are... Dass Fahrspaß und Effizienz bei Audi Hand in Hand gehen, bestätigt Sieger Jan Plock. Erfolgsgeheimnis hatten wir eigentlich gar kein richtiges. Ich würde schon sagen, dass es so ein bisschen auch die Freude am Fahren, an der Landschaft war, dass wir hier gewonnen haben. Und im Endeffekt ging es nicht um den Erfolg. Wir wollten möglichst viel Spaß haben und dass wir jetzt gewonnen haben, ist vielleicht noch ein kleiner Bonus, der schön ist, aber der nicht im Vordergrund stand. Auch Timo Scheider war beeindruckt von so viel Effizienz. Also als Autorennfahrer muss ich heute sagen, haben mich die Verbräuche gerade schon ein bisschen umgehauen. Es ist ganz eigenartig, dass man tatsächlich mit Autos wie dem Audi TT RS so wenig Durchschnittsverbrauch hat, beziehungsweise auch ein Q7, was ja ein sehr, sehr großes Auto eben ist, Verbrauchdurchschnitte da erreicht werden, die für mich momentan weiter ferne liegen. Bedeutet wohl, ich kann noch etwas effizienter fahren. Ja. In Berlin endet die zweite Welle der Audi Efficiency Challenge von A nach B. Ab hier begleitet meine Kollegin Mareike Hieber die Fahrt der 20 Fahrzeuge gen Süden. Mareike, wann geht's los und wohin fahrt ihr als nächstes? Wir fahren durch insgesamt 5 Länder und morgen starten wir in Berlin und fahren dann bis nach Italien, nach B, nahe am Lago Maggiore. Und ich hoffe natürlich, dass das dritte Team mindestens genauso erfolgreich ist wie die vergangenen. Und es bleibt also spannend.